Und jetzt geht's los hier beim Finale. Magic Pool Open in Vullingen 2016. Das letzte Turnier der German Tour Sommerserie. Viele Major Events haben stattgefunden in den letzten Wochen. Begonnen mit Berlin, die Berlin Masters. Und jetzt endet es hier. Wie gesagt, die Sommerserie. Die German Tour natürlich noch lange nicht. Aber die Sommerserie endet hier in Vullingen. Und zwar mit einem schönen Finale zwischen Roman Hübler, seines Zeichens Gewinner der German Tour 2015. Das Abschlussturnier in Darmstadt, welches Anfang Januar stattgefunden hat, hat er gewonnen. Und geht als Titelverteidiger Anfang 2017 ins Rennen. Und auf der anderen Seite Chandor Todd, ein Spieler, der schon 20, 25 Jahre unterwegs ist auf der Tour. Mal intensiver, mal weniger intensiv. Im Moment ist er wieder intensiver zu sehen. Hat unter anderem die Senioren-Europameisterschaft gespielt in Albanien und hat dort einen Titel geholt. Ich glaube, mit der Mannschaft sogar auch noch einen. Wären dann zwei. Wir spielen 10 Ball bis 7, wie in den letzten Runden gewohnt. Leicht favorisiert aus meiner Sicht Roman Hübler. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie es läuft. Wichtig wird das Break werden. Gab es oftmals Probleme im Laufe des Tages, dass gar nichts gefallen ist. In dem Fall ist jetzt eine Kugel gefallen. Und Fortsetzung scheint keine gegeben. Aus dem Winkel jetzt sehe ich das nicht genau, aber ich würde sagen nein. Ja, der Roman Hübler bestätigt mich, sagt nämlich einen Push-Out an. Hatten wir heute, glaube ich, noch kein einziges. Kurios, also es ist ein frei wählbarer Stoß direkt nach dem Anstoß. Man muss also nicht zwingend die 1 treffen, man braucht auch sonst gar nichts treffen, man kann die Weiße platzieren, wo man will. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt ist der Sandor Todd natürlich an der Reihe und kann entscheiden, ob er die Situation übernimmt oder Roman Hübler zurückgibt. Deswegen ist das immer auch so ein taktisches Stilmittel, so ein Ball. Und ich finde es kurios, dass wir ihn heute noch gar nicht gesehen haben. Er kam noch nicht einmal zum Einsatz. Jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern würde. Und der Chandor Todd gibt die Aufnahme zurück. Also da muss dann jeweils derjenige, der den Push-Out spielt, sich überlegen, ja, was lege ich denn da meinem Gegner hin? Idealerweise irgendwas, was ich mir selbst zutraue, wo ich aber denke, mein Gegner schafft es nicht. Interessante Konstellation finde ich immer wieder aufs Neue. So, Roman sagt die orangene 5 an. Wir spielen übrigens mit Shotclock. Ihr habt vielleicht gerade das Piepen gehört. Also Shotclock 25 plus 10 sollte die normale Regel sein. Ich gehe davon aus, dass die hier auch Anwendung findet. Der Simon Kainz sitzt da an der App. Ist ja keine Uhr in dem Sinne, wie man sie kennt, oder Stoppuhr, sondern heutzutage ja eine App. Und Bernd Dorenburg hat seines Zeichens den Schiedsrichterpart übernommen. Jumpshot angesagt, die 1 unten links in die Ecktasche. Ne, weiß rechts unten. Thank you.
Ja, da präsentiert Roman Hübler schon mal seine Stärke und er untermauert auch meine These, dass er der stabilere, seriösere Spieler möglicherweise ist. Schießt hier ganz sicher die Partie runter, geht mit 1-0 in Führung. Chandor Todd hat oftmals mal, braucht er ein bisschen Lauf und hat auch mal hier und da einen Ausfall, wo er dann einfach mal ja, eine 7, eine 8 oder eine 9 verschießt. Das sieht man beim Roman Hübler höchst selten. Ja, aber wie ich es gesagt habe, wenn der Chandor dann doch mal ins Rollen kommt, wird das hier eine ganz enge Kiste. Dann ist der Ausgang absolut offen. So, da sehen wir wieder das Bild. Chandor Todd macht sich bereit für den Anstoß. Gut getroffen, die Weise wäre da eigentlich fast zum Stillstand gekommen, ist aber dann nochmal angestoßen worden. Dadurch nochmal einmal um den ganzen Tisch geschickt worden und die 9 liegt unglücklicherweise im Weg. Sieht also nur, ja, vielleicht ein Viertel von der 1. Versenken ist nicht dran zu denken. Muss er sich was einfallen lassen in Sachen Sicherheitsspiel. Er sieht also, er sagt auch einen Push an. Guck, jetzt häufen sich die Push-Outs. Ganzen Nachmittag nicht gehabt und er legt im Prinzip, kann man sagen, einen ähnlichen Ball hin. Vielleicht, ja, der Roman Hübler sieht sicherlich etwas mehr von der 1. Komplett aber auch nicht. Nur den rechten Teil, vielleicht kann er frontal treffen, aber links keinesfalls. Also versenken geht nicht. Ich denke mal, da wo er jetzt gerade mit der Spitze seines Köls hingezeigt hat, da will er die 1 hinhaben. Muss er aber auch aufpassen mit der Weißen. Hat jetzt hier übrigens eine Extension verlangt, also einmal eine Zeitverlängerung pro Rack ist erlaubt. Dann hat er die gleiche Zeit nochmal, also 25 plus 10. Und er gibt zurück. Also das hat er jetzt eigentlich, hat er jetzt seine Extension ein bisschen verschenkt. Würde ich mal behaupten. So, und Chandor Todd trifft schnelle Entscheidungen. Eine Wand im Mitte von hinten. Gar nicht so schlecht die Idee, aber die Ausführung nicht so gut, lässt hier Hübler einen Einsteiger liegen, auch wenn auch sehr lang. Vorteil ist, die 2 ist auch in diesem Bereich, das heißt, eine Stellung ist ja zumindest leichter machbar, als wenn jetzt die 2 oben im Kopffeld liegen würde. So kann er die Weise in dem unteren Bereich lassen und hat eine gute Chance fortzufahren. Und wo ich sage, verschießt er die 1. Stellung 2 war übrigens sehr gut, sieht man.
hadert jetzt der Schande auch mit der Bande. Da schien ihm doch die Weise deutlich zu kurz rausgekommen zu sein. Hat da letztendlich aber nur ein mildes Lächeln übrig. Es ist nun mal so, jeder spielt auf dem Tisch und das sind ja wirklich nur die langsamen Banden. Ansonsten ist ja völlig in Ordnung der Tisch. Und auf langsame Banden hat man dann ja doch Zeit, sich irgendwann mal einzustellen. Eins. So, das haben wir jetzt eigentlich auch noch nicht gesehen den ganzen Tag. Da wird der Aufbau mal kontrolliert. Ist jetzt kein Misstrauen oder so gegenüber dem Schiedsrichter, sondern letztendlich einfach nur eine Kontrolle. Kurzer Blick, passt alles? Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, auch kein Problem. Kurzes Hinweisen und dann wird es korrigiert. Also da wird kein Drama draus gemacht. Es soll einfach nur, ist für sich selbst eine Art Kontrolle. Und schließlich geht es ja auch hier um ein bisschen was. Nicht nur um Punkte für die German Tour-Rangliste, sondern auch um ein paar Euros. Apropos German Tour-Rangliste. Ihr könnt mal wieder einen Blick werfen auf germantour.net. Dort gibt's ja alle Ergebnisse aller Turniere und nicht nur das, sondern auch eine Vorschau, was demnächst ansteht. Und da wird sicherlich die und der ein oder andere von euch fündig werden mit dem Turnier bei euch in der Gegend, weil wir haben dort um die 800 Turniere im Jahr 2016 und da würde ich es für unmöglich halten, dass nichts bei euch in der Nähe ist. Also wer mitspielen möchte bei der German Tour, kann das tun. Gar kein Problem. Alle Spielstärken sind vertreten bei uns. Was wir hier sehen jetzt gerade live, ist die Speerspitze. Roman Hübler gerade Ranglisten Zweiter, wenn ich das richtig im Kopf habe, hinter Sebastian Ludwig. Aber das kann sich ändern. Sebastian Ludwig hat ja entweder nur in Mainz mitgespielt oder gar nicht. Das konnte ich jetzt nicht verfolgen, weil ich ja hier sitze und kommentiere. Aber in Mainz war heute ein Turnier, respektive Ingelheim müsste es gewesen sein. Und das hat gewonnen der Christoph Reintjes, Mannschaftskollege von Roman Hübler, der aber in Bingen wohnhaft ist und deswegen ja da um die Ecke in Ingelheim dann gespielt hat. Beide spielen in Fürstenfeldbruck Bundesliga. Ja, wie gesagt, Sebastian Ludwig, glaube ich, nicht aktiv gewesen oder frühzeitig ausgeschieden. Dementsprechend denke ich, dass Roman Hübler hier die Führung übernehmen kann. Die beiden trennen nur ein paar Pünktchen. Starker Ball, sehr starker Ball. Nicht nur das Versenken, das war auch schon schwer, dadurch, dass er übergreifen musste. Positionsspiel war richtig gut. Und ich denke, bei Shandort Hot werden wir heute nicht einmal die Shot Clock im Einsatz hören. Der spielt so flott, der würde auch mit 10 Sekunden hinkommen.
Außer es stören ein paar Fliegen. Sehr gute Stellung. Ist er zwar Linkshänder, muss ich ein bisschen drüber beugen, ist aber auch kein Problem. Das sieht man ja auch. Und damit 2-1 Führung. Standort Hot. Nicht wirklich glücklich gewesen jetzt hier über den Anstoß. Es ist zwar was gefallen, aber das schreit wieder nach Push-out. So, wo legt er die Weise hin? Natürlich so, dass jetzt der Roman Hübler nicht gleich einen ultraleichten Einstieg hat und loslegen kann, sondern eher so, dass er dem Roman Hübler hier ein Angebot macht: Komm, spiel eine Bande Mitte. Oder halt eben eine Sicherheit. Er entscheidet sich jetzt hier dafür, die 1 tatsächlich eine Bande Mitte zu spielen. Das war schon ein Risiko, weil es gab jetzt eigentlich keine zweite Option auf Sicherheit. Weil es war klar, dass bei Verfehlen für den Xander Todt was liegen bleibt. Das war kaum zu vermeiden. Ich denke mal, dass er vielleicht im Hinterkopf hatte, dass die 2 da als Block fungieren kann, aber war schon unwahrscheinlich, muss man schon sagen. Und ja. Deswegen muss er jetzt erstmal sich wieder setzen. Unser Czech Attack, eigentlich ja Tscheche, aber seit seinem 4. Lebensjahr in Deutschland. Spricht natürlich Tschechisch, aber ich habe bisher immer nur Bayerisch gesprochen mit ihm. Auch wenn mein Bayerisch wieder so schlecht ist im Moment. Ja, hier kommt die Frage auf. Im Chat hätte ich fast gesagt. Im Chat haben wir ja leider keinen, aber via Facebook kam die Frage auf, warum jetzt mit Shotclock gespielt wird. Zweierlei Begründungen. Zum einen, ja, ist es so, dass es etwas fortgeschrittene Stunde ist, 21:30 Uhr. Und zweitens, dass wir jetzt schon den ganzen Tag immer wieder auf den Roman gewartet haben, was jetzt nun wahrlich seiner Spielstärke nicht geschuldet ist, sondern einfach, dass er sich wirklich Zeit genommen hat und die Turnierleitung dann entschieden hat: Komm, wir müssen jetzt noch ein bisschen Dampf machen, und auch der Roman hat damit überhaupt kein Problem. Schando ist das, glaube ich, auch ganz recht. Und letztendlich durch die Extension hat man ja auch noch wirklich genug Zeit,
bei einer wirklich schwierigen Situation noch mal ein paar Sekunden länger nachzudenken. Wenn jetzt dann natürlich die Gegenfrage aufkommt, warum wurde nicht die ganze Zeit mit Shotclock gespielt? Tja, dann bräuchten wir entsprechend viele Schiedsrichter, damit dann auf allen Tischen auch die Shotclock laufen kann. Ist natürlich überhaupt nicht zu stemmen. Manpower und finanziell dann vielleicht auch, weil die Leute wollen ja was essen und trinken und vielleicht auch ein paar Euros Anreise haben. Und ruckzuck ist man dann in den Hunderten. Und dann kann man sowas auch nicht machen. Und wie gesagt, nur Shotclock auf dem TV-Tisch und auf allen anderen nicht, geht auch nicht. Jetzt haben wir nur noch ein Spiel übrig, nämlich das Finale. Und dann hat man sich dafür entschieden. Und ehrlich gesagt, ich finde es gut. Ich habe noch 2 Stunden Fahrt vor mir, muss morgen wieder arbeiten. Roman Hübler genauso. Irgendwann ist ja auch okay. Und wie gesagt, keiner der Spieler hat einen Nachteil. Die sind das beide gewohnt. Sieht man ja auch hier und sah man jetzt die letzten 1,5 Minuten. Er hat es flüssig runtergespielt. 2 zu 2. Sehr gutes Break von Roman Hüble. Die Weiße auch wieder einen Anstoß bekommen von der anderen Kugel. Nichtsdestotrotz hätte sie auch ungefähr da gelegen. Also hat sich eigentlich nichts geändert an der Ausgangssituation. Eins liegt vor der Ecktasche, 2 in unmittelbarer Nähe. Liegt zwar die 9 im Weg, aber die Kombination 2 auf 9 ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung für Roman. Auch die Positionierung danach, also 2 auf 9. 9 versenkt, 2 bleibt auf dem Tisch. Und dann braucht man natürlich wieder eine Stellung auf die 2, logisch. Aber auch das sollte kein großes Thema sein. Entsprechend ein bisschen sachte agieren und die soll eigentlich nicht fallen. Oder hat er Glück gehabt? Ist auch nicht gefallen. Wenn sie nämlich gefallen wäre, hätte er ein Problem. Als nächstes ist die 4 dran. Und da läge dann die 10 im Weg. Also ein bisschen Glück für Roman Hübler. Schwer zu kontrollieren, der Ball. Ist natürlich vom Versenken her ein leichtes. Aber der lag so tief in der Tasche. Da ist es vom Tempo immer extra schwer. Hat er gut gelöst. Sollte jetzt eigentlich die Probleme weitestgehend beseitigt haben. 4 auf 5 muss noch passen, damit er zur 6 kommt. Also jetzt wichtiger Ball, er nimmt auch eine Extension, hat erkannt, ja, das ist hier die letzte wirkliche Schwierigkeit. Wenn die Stellung passt, ist dann 5 auf 6 auch kein großes Thema, aber die Stellung muss halt passen. Jetzt geht es einmal um die 7 drumherum, einmal unterhalb der 7 die Weiße entlang und dann mit Rechtsiffé oder er spielt tief. Und zieht die Weiße vor der 7 entlang. Die 2 Optionen gibt's. Letzteres. Getäuscht. Also er hat dann doch so gespielt, wie von mir im ersten Step erstmal geglaubt. Jetzt aus der Kameraperspektive sah es so aus, als wenn er die Weiße unten spielt.
ganz gute Chance hier für Sandor Todd. Stellung auf die 2 natürlich nur in der Form realisierbar, dass er jetzt hier eine ganz lange 2 in Kauf nimmt. Die macht er also, wenn es nichts wäre. Die 3 ganz dünn in die Ecktasche. 4 liegt ja bei seiner Führungshand. Einmal um die ganze Weltgeschichte. Und wieder zurück. Sensationeller Ball. Was hadert er jetzt noch? Was will er noch mehr außer diese Stellung? Alles in Ordnung, er spielt Vorbande. Er sieht wohl zu wenig Winkel. Vorbande. Dadurch entsteht natürlich ein Winkel, ganz klar. Naja, ist weiter am Hadern. Eigentlich hat er keinen Grund dafür. Ist die Tasche schon gut gefüllt, da liegen schon ein paar Kugeln drin, aber die 8 hat gerade so noch Platz. Wenn die jetzt wieder rausgekommen wäre, hätte Sandor Todd einfach Pech gehabt. Zählt als nicht versenkt. Zu 3, wieder der Ausgleich. Die beiden schenken sich nichts. Jeder Fehler wird konsequent ausgenutzt. Da liegt wieder die erste zu spielende Kugel sehr eng bei der Weißen. Nur diesmal sehe ich da keine Chance auf den Einstieg. Es trifft hier den Roman Hübler. Beim Sandor Todd ist es gut gegangen. Roman hat hier keine Chance. Bleibt ihm eigentlich nicht viel übrig, als die Weiße ein bisschen abtropfen zu lassen. Oder steil reinzuspielen und die 1 nach oben zu schicken. Ich hätte jetzt eigentlich diese Abtropf-Variante hinter die 8 und 7 bevorzugt. Er hat so rumgespielt. Und Sandor Todd spielt konsequent auf Sicherheit, riskiert da nichts. Hätte natürlich auch sagen können, die 1 spiele ich jetzt da lang die Bande hoch. Wäre aber erstens ein extrem schwerer Ball gewesen und zweitens natürlich von der Stellung her schwierig. Deswegen hat er gesagt, nee, kommt für mich nicht in Frage. Das Finale hier in Pfullingen und ich will das gewinnen und habe keine Intention, jetzt hier ein Risiko einzugehen.
musste sogar über Vorbande jumpen und macht einen Foul. Auf direktem Wege lagen einfach zu viele Kugeln im Weg, da hätte erstmal die Weise 2 Meter fliegen müssen. Was theoretisch natürlich geht, aber dann würde sie natürlich hinten auch vom Tisch fliegen. So viel Schwung hätte sie dann. Deswegen musste er über Vorbande. Und es hat nicht ganz geklappt. Ball in Hand. Chandor Todd und gutes Bild. Gutes Bild für ihn. Bisschen verrutscht hier, aber er ist Linkshänder. Kommt man noch bequem ran. Einmal mit Konter-Effet. Naja. Geschmackssache. Muss nicht wirklich sein, ist aber gut gegangen. Einwandfreies Spiel hier von Chandor Todd. Braucht man nicht großartig kommentieren. Alles selbsterklärend, was er da spielt. Er geht die logischen Wege und ja, die Stellungen passen und sieht alles sehr flüssig aus. 4-3 in Führung geht hier der Ungar Chandor Todd. Geht bis 7 Gewinnspiele. Also wir nähern uns hier der Entscheidung. Magic Pool Open in Pfullingen. Oh, guckt euch an, da hat er Glück gehabt, dass die Weise nicht gefallen ist. Zwei Kugeln versenkt. Schwerer Einstiegsball, aber wie gesagt, er soll von Glück reden, dass die Weise noch auf dem Tisch ist und sollte froh sein, noch dran zu sein und somit Kontrolle über den Tisch zu haben. Und da kann man so einen schweren Ball in Kauf nehmen. Er hat ja auch die Möglichkeit, eine Sicherheit zu spielen. Ja, geht ihn an. Und drin ist er. Schöner Ball. Aber es geht gleich weiter mit der nächsten Schwierigkeit, denn da muss er die Weise wieder zurückholen über den ganzen Tisch. Als nächstes ist die 4 dran. In Pink. Und an die kommt er. Kommt er ran? Ja, ja. Auf den letzten Drücker noch die entscheidenden Zentimeter gelaufen.
Sander wirklich aus dem Anstoß das Allerbeste rausgeholt. Die schwere 1 da angegangen, versenkt. Natürlich erstmal Glück gehabt, dass die Weiße überhaupt auf dem Tisch geblieben ist. Und jetzt wird er, wenn hier wirklich kein arges Missgeschick passiert, mit 5-3 in Führung gehen. Ja, großartig. Und da gibt es ein Timeout vom Roman Hübler und dann machen wir hier auch eins. Wir hören und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Beide Akteure wieder zurück am TV-Tisch und wir natürlich auch wieder live dabei. Zwischenstand 5-3 für Sander Todt. Roman Hübler muss was tun und wir schauen uns an, was genau das sein wird. Anstoß in der Aufnahme. Boah, perfekt, die Weiße stehen geblieben. Kriegt hier noch einen leichten Ditcher und der war auch genau richtig, weil dadurch sieht er jetzt die 1. Vorher hätte er sie wohl, glaube ich, nicht gesehen. Ja, also diesmal Glück für Roman Hübler. Aber ansonsten wirklich perfektes Break, perfekt getroffen.
Bisschen kurz vielleicht, aber noch im Bereich des Möglichen. Das sind dann die Folgefehler daraus. Hatte natürlich jetzt Probleme, richtig schön auf die 4 zu stellen. Denke mal, damit kann er aber jetzt noch leben. Die 4 lang. Die Weiße wird an die lange Bande gedrückt und soll eigentlich wieder rauskommen auf derselben Linie. Oder er hält sie. Er hat sogar die Möglichkeit gehabt, sie zu halten. So, und jetzt wird es heißen, die Weiße einmal pendeln zu lassen. 5 ins Eckloch versenken und die Weiße einmal rechts, links, rechts, um dann auf die grüne 6 zu stellen. Ja, irgendwas hat ihn gestört. Da gibt es jetzt eine Extension, genau. Also, einmal Verlängerung der Zeit für Roman Hübler. Die braucht er auch, weil das hier ist wirklich der Schlüsselball. Wie gewohnt, etwas zu kurz, aber nicht viel, das passt. Anschlusstreffer zum 4 zu 5 für Roman Hübler. Starkes Spiel jetzt von beiden. Erst Sander Todt mit an aus und jetzt Roman Hübler vom Fleck weg ausgeschossen. Sander Todt natürlich noch im Vorteil, denn er hat jetzt das Break. Nichts gefallen. Roman Hübler übernimmt, hat aber keinen Anstieg, sucht schon mal die Möglichkeiten, wo er die Weiße verstecken kann. Hat jetzt die 1 doch eine Bande angesagt, aber schon im Hinterkopf eher das Sicherheitsspiel. Ja. Straft mich hier Lügen, hat die 2 wohl wirklich ja, für sich als so sicher verbucht, dass er gesagt hat, die kann ich auch angehen, die treffe ich. Weil da war kein Safe-Gedanken im Hinterkopf, den hat er eindeutig auf Versenken gespielt und auf Fortsetzung. Macht man aber eigentlich nur, wenn man sich wirklich hundertprozentig sicher ist.
den Einbänder auch zu treffen. Aber mein Gott, der Roman ist Bundesligaspieler, German Tour Gewinner, EM-Medaillengewinner, alles Mögliche, fast Mosconi Cup-Spieler. Da ging es hauchdünn her in einem Jahr, ich glaube so 2006, 7 war das, als er ganz, ganz knapp gescheitert ist an der Qualifikation zum Mosconi Cup. Ja, Roman Hübler, der weiß genau, wann er die Extension zu nehmen hat und vor allen Dingen auch, wie lang letztendlich auch 25 Sekunden sind. Er lässt sich da wirklich noch Zeit und weiß ganz genau, 25 Sekunden sind erstmal ein ganz schönes Wort. Und meistens braucht man nur 15, 16, 17. Da kommt man locker mit hin. Jetzt hat er, glaube ich, die 9 angesagt. Ja, genau. So, hier wird er dann, denke ich mal, zum Hilfskö greifen müssen. Da bräuchte er natürlich eine Extension, oder? Sehe ich das falsch? Ah, da kommt er noch hin. Biegt er sich einmal über den Tisch, kommt er noch hin. So, und das Problem noch für ihn ist 7-8. Die 7 geht natürlich nicht vorbei, das sieht man. Die 8 liegt im Weg. Die Frage ist, nimmt er die Kombination oder umgeht er das Ganze? Und er hat es gerade mit dem Kö angezeigt, er will es umgehen. Nachläufer, Weiße, rechts oben. Sehr gut ausgeführt. Damit 5:5 Ausgleich hier im Finale in Vohlingen. Es geht bis 7. Das heißt, Race zu 2 sozusagen. 2 Gewinnspiele sind noch übrig. Es spitzt sich zu. Chandor Todd weiterhin im leichten Vorteil mit seinem Break jetzt. Und dann auch bei 6-6 gegebenenfalls. Aber es ist natürlich auch nur ein leichter Vorteil. Wir haben schon genug Breaks gesehen, wo das Spiel abgegeben werden musste. Entweder aus Gründen, dass es einen Foul gab oder dass es keine Fortsetzung gab.
oder schlicht und ergreifend gar nichts gefallen ist. Grundsätzlich ist es natürlich ein Vorteil, selbst anzustoßen, aber habe ich jetzt was Falsches gesagt? Außer denn der Roman prägt doch. Sorry. Naja, es ist schon spät. Zu viele Matches gesehen. Nichtsdestotrotz, alles, was ich gesagt habe, gilt natürlich auch für den Roman. Ne? Ja, das Break funktioniert derzeit. Ja gut, zu früh gefreut, da kommt noch die 2 und versperrt den Weg zur 1 komplett. Ist die große Frage, ob er überhaupt über Vorbande, über die lange Bande dahin kommt. Es sieht so aus, als wenn es nur über kurze Bande geht. Alles eigentlich graue Theorie, was ich da erzähle, weil er wird sowieso einen Push-Out spielen. Alles andere wäre schon überraschend. Exakt, da sagt er es auch schon an. So, und jetzt heißt es natürlich hier, nichts Offensichtliches hinzulegen, aber auch nicht zu defensiv, also zu sehr safe abzulegen. Ein guter Punkt ist da einfach die lange Bande runter. Dafür entscheidet er sich. Ja, die ist okay. Ist es nicht möglich, quasi die 1 direkt in die Ecktasche zu spielen? Ein langer Einbänder bei dem Spielstand, das wäre sehr offensiv. Also wird Chandotod da mit einem Resave antworten. Sehen wir die aus, nicht wie es ausgegangen ist. Da haben wir es. Ist erstmal gut. Grundsätzlich erstmal okay. Viel mehr war auch nicht rauszuholen. Antwortet auch mit einer Sicherheit, aber ich denke mal, da wollte er die 1 doch entweder 3 haben oder die Weiße hinter der 5. Das ist jetzt eher ein Angebot, die 6 zu versenken. Kiss-Shot mit der Weißen. Da kommt die Weiße. Noch nichts Schlimmes passiert aus Sicht von Roman Hübler, weil Chandotod heute weiterhin mit einer Fortsetzung zu kämpfen hat. Muss hier wieder aussteigen. Weiß hinter 3 ist das Ziel. Guckt euch an, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Sah einfach aus. Ist es aber nicht. Gibt es vieles zu beachten? Er hat alles beachtet und das ist so wunderbar liegen geblieben. Jetzt schreit es wieder nach Extension. Da ist es. Tja, welche Optionen gibt es? Vielleicht sogar, hätte jetzt fast gesagt, ein absichtliches Foul. Weil wenn jetzt der Chandor mit dieser Situation Ball in Hand hätte, mit der 1 und 2, die da so vertrackt beieinander liegen, hätte er ja auch nicht wirklich einen Vorteil. Ja, jetzt hat der Roman hier einen Foul gemacht. Das ist ja, die Situation hat sich kaum geändert. Die Weiße ist, die 2 ist ein bisschen weg von der 1. Schön. Gut gemacht. Sehr viel Gefühl bewiesen.
eine Vorbande und die 1 unten links in die Tasche. Das ist seine Ansage. Ich glaube, die 9 liegt nicht im Weg. Und die 1 geht auch durch. Das weiß auch der Roman Hübler, der hat es gesehen, als er den Tisch verlassen hat. Erstmals sagt Chandor Todd Extension in diesem Match. Und verschießt den. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das war so der erste richtige Schussfehler von ihm in dem Finale. Und der Roman hat sofort zum Jump-Kö gegriffen, hat also gar nicht da irgendwie die Vorbande in Betracht gezogen. Die Distanz zu 3 ist natürlich sehr gering. Aber der Mann hat gutes Material. Schafft den Jump auch. Legt aber was Machbares ab. Und ob der Chandot hat zweimal die 1 verschießt, weiß ich nicht. Eben nicht. Bisschen zu weit gelaufen. Chandor Todd jetzt die Auswahl, links oder rechts die 9 versenken. Roman Hübler bleibt nichts anderes übrig als zuzuschauen. Entscheidet sich für links. Und versenkt. Ja. 6-5. Chandot hat. Und jetzt hat er eigenes Break. Nimmt jetzt auch nochmal ein Timeout. Offensichtlich nochmal Hände waschen. Nochmal zur Ruhe kommen. Sich aufs Break vorbereiten. Und wir bereiten uns auch drauf vor. Und machen kurz Pause. Bis gleich.
Tja, der Sandor Todd ist nicht nur schnell beim Spielen, sondern auch schnell im Timeout. Das allerschnellste Timeout aller Zeiten. Nach einer Minute ist er wieder zurück. Einmal Hände waschen und wieder zurück, anscheinend. Fällt nichts, oder? Nee, da fällt nichts. Schiebt sich in letzter Sekunde noch die 4 so ein bisschen in den Weg. Dadurch sieht jetzt der Roman Hübler nicht die komplette 1. Kann sie eigentlich nur frontal treffen oder links? Rechts ist nicht möglich. Ärgerlich für ihn. Spielt eine Sicherheit, hat zwar da die 1 angesagt in die obere linke Ecktasche, aber das auch nur pro forma. Selbstredend wollte er da Sicherheit spielen. Eine Vorbande 1 in die Ecktasche. Nicht funktioniert. Bande noch angelaufen, also kein Foul. Die 5 ist noch an die Bande gegangen. So, Roman Hübler unter Zugzwang. Er liegt zurück. Er muss was machen. Und er muss sich was Gutes einfallen lassen und das lautet für ihn jetzt in allererster Linie erstmal Sicherheit spielen. Versenken kommt nicht in Frage. Und die Weiße hinter die 7. Und auch das gelingt. Ah, nicht ganz. 2, 3 Zentimeter weiter. Das ist schon besser, dieser Versuch von Sandor Todd. Er hat im Moment die besseren Antworten parat. Aber das könnte auch nur eine temporäre Sache sein. Das kann sich ruckzuck ändern. Einmal Extension verlangt. Hier vermisst er wieder den Tisch. Sage ich immer ganz nett, aber selbstredend sucht er den Treffpunkt an der Bande. Gibt es verschiedene Zielsysteme. Und Roman Hübler verwendet seit jeher das. Also ich kenne ihn nur mit diesem Zielsystem. Sehen wir hier in Großaufnahme den Sieger der Magic Pool Open 2016. Wir werden es gleich erfahren. Der läuft immer ein bisschen weit. War sicherlich für Mitteltasche geplant. Geht natürlich noch, selbstredend. Muss aber in Kauf nehmen, dass die Weiße hier runterläuft Richtung 9 und 10 und 7. Und er dann natürlich tunlichst vermeiden sollte, dort irgendwo hängen zu bleiben. Schafft er. Großartig. Sehr starker Ball. Und wieder starker Ball. Ich denke mal, da kann man einfach bei dem Tempo von den Banden fast nicht mehr rausholen.
Der war schon festgespielt. Ach, ne, da lacht auch der Schandor, weil er weiß, ich kann es einfach nicht besser spielen. Also das war am Limit und trotzdem bewegt sich die Weiße kaum. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man weiß, man ist eigentlich auf dem Weg zum Sieg. Aber, wie sagt man immer so schön, beide spielen auf dem Material. Es ist ja auch jetzt nicht unfair oder so, sondern die Banden sind halt einfach schlicht und ergreifend langsam. Punkt. Den Roman Hübler wird's freuen. Er kommt noch mal an den Tisch. Unverhofft vielleicht. Nee, die Saves passen nicht. Das ist zwar in Ordnung, aber setzt jetzt auch den Chandor Todd nicht wirklich richtig unter Druck. Da muss schon was Besseres kommen. Weil so hat er natürlich die Möglichkeit, mit einer Sicherheit zu kontern. Und die misslingt auch erstmals. Aha, okay. Vorhin habe ich noch gesagt, der hat die besseren Antworten, habe aber auch darauf hingewiesen, dass sich das Rückzug ändern kann. Und siehe da. Mal in bester Django Bustamante-Manier hinterm Rücken, zumindest angetäuscht und dann doch nicht durchgezogen. Django Bustamante im Moment ja in Deutschland, ich glaube bis 20. September. Sechs zu sechs, da haben wir es tatsächlich geschafft. Hill Hill, ein Spiel trennt uns noch vom großen Sieger hier in Pfullingen, Magic Pool Open 2016. Roman Hübler oder Chandor Todt? Hübler hat das Break. So, ein letztes Mal. Shake hands. Vor dem entscheidenden Spiel. Genau. Im Anschluss findet direkt die Siegerehrung statt. Schiedsrichter Bernd Dorenburg hat die Zuschauer gebeten zu bleiben. Und genauso bitte ich euch auch jetzt, dann noch ein bisschen dran zu bleiben. 5 bis 10 Minuten, dann haben wir hier die Siegerehrung noch gesehen. Und dann
fahren wir ja den Livestream runter. Aber jetzt natürlich erstmal das entscheidende Spiel. Es fällt wieder was. Unglaublich, sagt der Roman Hübler. Das hat er auch recht, weil wenn die 5 da nicht liegt, sieht's gut aus für ihn. Ich habe noch gesehen, dass die 4 nicht so günstig lag. Aber das ist jetzt alles eigentlich irrelevant, weil er muss sich jetzt damit auseinandersetzen, wo legt er die Weise hin, wohin spielt er einen Push-Out. Ich sag mal, dass er einen Push-Out spielt, sollte unzweifelhaft sein. Geht einzig und allein darum, wo die Weise hinlegen, um Chandor Todd ins Grübeln zu bringen. Ja, wieder der Klassiker. Einmal einen langen Ball. Beide auf ungefähr gleicher Höhe. Ja, also jetzt quasi ja, oben ans Zählwerk, sag ich mal. Genau dahin. Und da, aus der Perspektive würde ich sagen, naja, man könnte sogar probieren, aber das wäre bei 6-6 eigentlich trotzdem Harakiri. Da wird Chandor Todd sich nicht drauf reinfallen und versuchen mit einem Save zu kontern. Das klappt nicht, das klappt nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte es schon erwähnt, die 4. Da ist noch eine kleine Versicherung drin für Todd. 4 und 9 liegen dicht beieinander. Nochmal 1, 2 und 3 ist kein großes Ding. Und die 4, geht die vielleicht hoch links ins Eckloch an der 6 vorbei? Gut möglich. Roman Hübler schaut sich's an. So. Na, die sollte vorbeigehen. Aber auch dann muss er ja noch die Weise hinterherjagen, weil die 5 liegt oben. Also wenn er das ausmacht, dann ist er hier auch verdienter Sieger. Unzweifelhaft. Extension natürlich. Extension called. Das mit der 4 lang schon fast ad acta legen. Sehr viel Winkel. Muss er extrem viel Konter E4 spielen, wenn er da nochmal zurückkommen will. Bin ich gespannt. Oder er hält die Weise an der 10 auf. Letzteres macht er, gelingt aber nicht. Gelingt nicht. Also wieder Sicherheit. Denke mal, die Weise wird hinter der 10 landen. Und 4 wird Richtung 5 geschickt. Er sagt 9 eine Bande, aber das ist wohl auch eher nur so ein Alibi-Ansage. In erster Linie geht es darum, Weiß hinter 10. So sieht's aus. So sieht's aus. Das war ein super Ball. Eine Bande. Eine Bande Ecktasche. Ist angesagt. Uiuiui. Wilder Jump. Eieieiei, da legt ja der eine dem anderen nicht mal ansatzweise was hin. Was soll der Roman Hübler damit bitte schön anfangen? Eine Bande, die 4 hoch, das ist dein, wo er jetzt spielt.
wo er jetzt steht und die Weiße, unten dann die kurze Bande, genau. Bin immer wieder froh, wenn die Spieler das machen, was ich sage. Also, Xander Todt bleibt bei seiner Einbandtheorie. Klappt aber vorne und hinten nicht. Acht Feld. Natürlich nicht angesagt. Damit Roman Hübler am Tisch, hat aber die Option, es auch wieder zurückzugeben. Er gibt's zurück, oder? Ist er noch am Überlegen, was? Erst wenn er sich setzt, sag ich mal, hat er seine Aufnahme abgegeben, genau. Also die Kugel ist da natürlich durch Zufall gefallen. Zufällige Bälle sind nicht erlaubt, dementsprechend Roman Hübler am Tisch. Aber Sonderregel, wenn er dadurch einen Nachteil hat oder glaubt einen Nachteil dadurch zu haben, kann er die Aufnahme zurückgeben. Auch sinnvolle Regel. Wie im Prinzip bei Poolbillard eigentlich alle Regeln irgendwie ihren Sinn haben. Also da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Wunderbar. Die vier genau so getroffen, dass die Weiße hochläuft Richtung Kopfbande. Also es ist ja schon irgendwie kurios und hochklassig gleichermaßen. Amüsant auf alle Fälle. Wenn man neutral ist, so wie ich. Wenn man natürlich für einen von beiden hält, kann ich es mir vorstellen, dass man da schon mal die Haare rauf zu Hause vorm Fernseher. Wieder Sicherheit, aber das war wohl eher unabsichtlich. Ja, da ärgert sich auch der Standort Hot, aber er hat auch schon solche Momente gehabt. Ist natürlich ärgerlich, wenn es bei 6-6 passiert, klar. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Was sagt er an? Einmal lang. Naja, auch eher so eine Alibi-Ansage. Nichts Ernsthaftes. Und jetzt! Jetzt haben wir eine richtige Chance. Sehr schönes Ding. Sehr gut. Drei Bälle noch. Und ich sag mal so, im Training verschießt er davon nullmal. Bei 1 Million Versuchen. Jetzt hier bei 6-6 ist das schon was anderes. Ein Nachläufer ist gefragt. Ja. Der ist in Ordnung. Und da gibt Xander Todt auf. Roman Hübler ist der neue Champion der Magic Pool Open hier in Vullingen, Ausgabe 2016. Wir kommen jetzt gleich zur Siegerehrung, also bleibt dran.